Zwei nackte Abenteurer aus Nordamerika fuhren zum Bärenrasieren auf nach Kanada. Feuchte Zweige. Halt, stopp! Bevor du Bigfoot rasieren kannst, musst du erst den Sperlingsbären finden und den Katata-Wolf melken. Katata-Wolf im Bigfoot-Sumpf. Sein Schwanz war sehr stumpf und auch spitz. Was? Wie kann er denn spitz und stumpf gewesen sein? Ja, war beides. Feuchte Zweige. Ich weiß es doch auch nicht. Ach, was ist ein Katata-Wolf? Ich habe sowas noch nie gesehen. Ja, also, wie definiert sich sowas? Wann ist was so eine, Katata hat überhaupt? So hat er nicht so eine japanische Rüstung oder so? Katata-Wolf im Bigfoot-Sumpf stach mit dem Schwanz und er war nicht stumpf. Feuchte Zweige. Oh Mann, okay, die Sonne geht auf im alten Kanada, mal wieder ein neuer Tag. Bigfoot hat ein klein bisschen Energie verloren. Fallen funktionieren jetzt mit dem neuen Update. Dafür war wieder alles auf Null. Alles. Nackt haben sie uns gemacht. Und hier ruht Parfoot und Marfoot, seine Eltern. Parfoot und Muffoot. Irgendwie so eine Droge. oder so eine Band. Name aus dem marokkanischen Telefonbuch. Oder so eine Band für Kindermusik. Und hier kommt Parfoot und Muffoot. Mit ihrem Nummer 1 Hit. Leckt nicht am braunen Zweig. Oh, Elch hier. Ja, aber Munitionsverschwendung. Noch haben wir Fleisch. Und hier muss man jede Kugel sparen. Die haben aus Bigfoot nicht einfach nur irgend so ein komisches, schwules Abenteuer im Wald gemacht. Nein, das ist Survival und Ressourcenmanagement. Das ist Ultra-Survival. Bald kommt noch Essen und Trinken dazu. Wünschen sich die Fans, dass man sich Fleisch grillen und braten und brutzeln muss. Ganz, ganz wichtig. Guck mal hier, siehst du diese Anhäufung von Laub und Ästen? Ja, ich glaube, hier hat doch versucht einer sein Kot zu bedecken, oder? Ich würde sagen, du müsstest daran mal sniffen. Warte, ich steck erstmal meinen Finger tief rein, weil wenn ich... Oh ja, der Kern ist noch warm. Dann sniff mal dran. Hm. Ah, ei. Hast du eine Spur? Oh, also ich rieche ein bisschen Eukalyptus. Ist das... Warte, Moment, Eukalyptus in Kanada? Jetzt bin ich mal dran, warte. Oh, oh ja, geil, Mann. Oh. Oh, ich weiß zwar nicht, was ich rieche, aber ey, ich bin voll drauf. Ich bin mir nicht sicher, aber ich mache das aus wissenschaftlichen Zwecken. Bei dir klingt das, als hättest du irgendwie Freude dran. Oh, geil. Methan, Mann. Boah, ich bin voll drauf. Jetzt bin ich motiviert. Jetzt will ich diesen haarigen Wichser auf jeden Fall töten. Ich bin drauf, Freunde. Ich bin drauf. Ja. Ich habe Scheiße inhaliert. Ich meine, guck mal. Bigfoot Code wäre auf jeden Fall richtig viel Geld wert. Weil der Wert eines... Ne? Edward Wilson? Aber ist doch eine Frau, oder? Ich meine, der Knackarsch? Guck mal hier, die Beine wurden gekonnt abgenagt, aber er hat noch Schuhe. Glaubst du, da sind noch Füße drin? Es hängt auch noch ein bisschen Arm dran. Wie heißt der? Edward Norton? Ja, was? Edward Nordcock, glaube ich. Oh, guck mal, das Bein ist ja auch wirklich richtig schön runtergenagt. Ich glaube, da kommt irgendwas. Bigfoot, hinter dir! Er ist direkt hinter dir! Ah! Oh Gott! Tracke ihn! Mit T kannst du schnell wechseln. Oh. Hast du drin, Tracker? Gerade gewechselt. Habe ich ihn getroffen? Oh, wieder hoch! Alter, ist der schnell. Der kleine Bergsteiger. Die kleine Bergsteiger. Ja, ich habe ihn getrackt. Die ging durch. Oh. Boah, hast du gesehen, wie ich mit einer roten Rakete sein Fell komplett verschmort habe? Ja, aber ich glaube, das ist die gute Technik. Rot reinspritzen? Ist er da jetzt irgendwie hochgeklettert? Keine Ahnung, aber guck mal, wir haben ihm im Grunde null Schaden gemacht. Im Grunde nichts, ne. Im Grunde sagt er, ich schlucke eure Kugel. Ich glaube, er hat einen Bären als Freund gerufen. Ich habe irgendwas gehört. Ich höre auch einen Bären irgendwie. Oh, ich habe keinen Bock auf Bären. Die sind einfach so stark. Die kosten so viel Munition. Bären und Wölfe sind super stark, ja. Hier, er kühlt seinen Hoden. Am Fluss Wachabillo. Ne? Am Fluss Wachabillo? Wachabillo. An Wachabillo, wir schruppen immer noch, aber in Villaribibi, da wird nicht mehr sauber gemacht. Da ist schon alles clean. Wir haben das Lager da hinten jetzt gar nicht. Oh, Wolf! Alter, leck mich hart. Diese Scheißviecher, ne? Drecksvieh, ey. Ich meine, ist doch echt unfair.
Er kann die Natur kontrollieren. Was können wir kontrollieren? Ich weiß nicht. Wir müssen das Camp Vajabillo da hinten noch looten. Villa Billo. Villa Riba. Villa Rija. Und Villa Trejo. Villa Trejo. El Jejo. Unten am Santa Trejo. Santa Trejo? Warum ist es hier auf einmal so steil? Haben wir das Camp nicht aber schon gelootet? Nee, nee. Der kam. Ich wollte gerade meinen Finger reinstecken ins Warme. Und plötzlich war der da. Oh, ich rutsche hier voll nach unten. Vorsicht. Und halb tot. Nee, gar keinen Fallschaden gekriegt. Oder nur ganz wenig. Abgerollt. Warst im Abrollseminar. Ich war auf dem finnischen Abrollseminar. Dort habe ich gelernt, wie man die finnische Schere macht. Das ist so ein Spreizsprung nach vorn. Ich kenne nur den französischen Barrelroll. Le Barrelroll. Moment, hier müsste doch jetzt das Lager sein. Klingt auf jeden Fall irgendwie lecker, Barrelröl. Ich esse jeden Morgen eine Barrelröl. Er kommt wieder, oder? Er kommt wieder. Die Rache. He returns to fuck you up. Aber hier ist gar nichts, toll. Hier ist gar nichts. Hier ist noch eine Drohnenbatterie, hast du die Drohne? Wow, Wie nehmen, was kann ich hier nehmen? Alter, ich habe ein ganzes Lagerfeuer eingetütet. Guck mal da, Biggiefoot. Er kommt wieder hier runter. Ja, klar. Er will es nochmal wissen, Runde 2. Sollen wir irgendwo eine Falle platzieren? Ja, die Fallen sind ja jetzt nicht so wirklich wahnsinnig effektiv. Ja, ne? Aber sie unterstützen. Es geht ja nicht darum, dass sie ihn mit 2 Fallen killen, so. Okay, jetzt ist aber auch zu Ende getrackert. Nee, bei mir trackert er noch. Echt? Jo, stimmt, zwischendurch. Einen schwachen Tracker. Villa Tracker. Na, hier ist ein bisschen Zivilisation, vielleicht hier oben irgendwie. Er kommt wieder hier runter, glaube ich, ne? Ich gehe ihm schon entgegen. Ich werde die dumme Sau, wenn ich ihn sehe. Okay, dann machen wir halt hier die sibirische Klotzschere. Dass bei dir auch alles eine Schere sein muss. Ja, es ist die Technik. Er kommt. Er muss hier irgendwo sein. Tracke ihn, ne? Tracke ihn. Wo ist er denn? Direkt da. Tracken. Er kommt. Ja, wo denn? Ja, hier. Oh. Hast du ihn getrackt? Ja. Will er kämpfen, oder? Er kämpft. Er hat mich geschmissen. Jetzt rennt er da hoch. Er kommt zu dir. Er rennt in deine Richtung. Ich sehe ihn, ja, ich sehe ihn. Alter, er schlägt auf mich ein! Oh, ich bin verkrüppelt, keine Ahnung. Wir kommen hier nicht hoch. Ist zu rutschig. Er ist hier außen rum. Alter, ich hätte mit dem Messer drauf gehen sollen. Direkt das Messer rein. Wir müssen bei einer Falle warten und lauern. Guck mal, hier ist eine Brücke. Ja, vielleicht dahinter eine legen. Naja, und dann wirklich warten, lauern. Wenn er dann schwach und mürbe wird, dann haben wir ihn, die dumme Sau. Er rennt auf jeden Fall Richtung Kamera 1. Ich glaube, er macht nicht mehr so viel Schaden, ne? Mir hat er schon ganz gut auf die Fresse gehauen. Könnten ja hier irgendwo mal noch was platzieren. So, ja, ich werde jetzt hier was machen. Brocken. Nähe Brücke. Hier so. Der Brocken an der Brücke. Brocken an der Brücke. Ja, die mag er gerne. Ja, weil die halt so leicht luftgeräuchert sind und zart betucht. Hast du schon abgetarnt? Ja. Da siehst du doch wieder nichts, oder? Ja, mal gucken. Der Stein voll im Weg. Das hat ja voll doch, der Stein im Weg. Das sieht man. Hätte ich doch hier zwischengestellt. Ja, aber irgendwie müssen die gut getarnt sein. Der erkennt die Kamera. Darf nicht zu nah an der Falle sein. Na, hier muss man es aber jetzt sehen. Kamera und... Nix wird man da sehen. Baum. Guck. Ja, muss man halt ein bisschen durchgucken durch die Äste. Jetzt einfach hier vorne hin. Hier ist doch ein super Platz. Nichts. Ja, da geht er nicht ran. Es darf nicht zu nah sein. Hier dazwischen. Hier so ist doch nicht nah, ist doch nicht viel näher oder weiter weg als das, was du bis jetzt aufgestellt hast. Machen wir es hier. Zwischen dem großen Bäumchen. Glaubst du, das Messer ist stark, dass wir ihm mit dem Messer richtig, richtig wehtun? Weiß nicht. Warum liegt denn da hinten Fleisch eigentlich? Mir wird hier Fleisch angezeigt. Wie da hinten? Ja, weil ich Fleisch draufgelegt habe. Achso, nee, der Wolf. Kannst du ja nochmal reinstechen? Nee. Hat der Wolf jetzt gebrummt? Nee, er hat gefurzt. Das sind Gasentweichungen. Naja. Ja, das ist so, klar. Auch ein Wolf lässt nochmal richtig einzischen. Kurz vorm Ende. Alle lassen einen zischen. Kennst du das furzende Nilpferd?
Ja. Oh nein, das ich höre schon wieder Tiere. So na, Elche sind nicht so... Naja, wenn sie tollwütig sind. In der Brunstzeit, wenn sie bückbereit sind. Glaub mir, da willst du so einem Achtelpfunder willst du ja nicht begegnen. Weißt du? Achtelpfunder? Zwölfender? So ein Zwölfender? Achtelpfunder, Zwölfender? Mit einem Sechser Dorsch am Nacken? Sechser Dorsch am Nacken? Toll das sein. Okay, hier kommen wir so nicht runter, glaube ich. Ich trau mich nicht, nee, es ist nur verlorenes Leben. Ich würde gerne mal bei unserem Camp oben drüber in diese eine Ecke, siehst du, da geht dir die Karte nochmal so richtig irgendwie hoch. Ja, aber da waren wir doch schon mal. Nee, da waren wir noch nicht. Irgendwann waren wir noch nie. Doch, ich glaube, wir haben alle Zipfel schon bereist. Nee. Außerdem fehlen uns ja hier noch diese Zivilisationscamps. Die fehlen uns ja jetzt komplett. Gut, Biggie ist da oben bei uns am Startpunkt quasi. Ja, er treibt sich da oben rum und schuppert sich. Ich habe auch keine Fallen mehr, ne? Fallen sind jetzt komplett dein Ding. Wo habe ich noch? Ich habe nur noch Fleisch in der Hose. Den Fleisch? Wie viel Fleisch habe ich denn eigentlich? Zwei. Zwei Fleisch, zwei. 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 Zweier. Zweier. Ich hab noch zweier Fallen, du. Wenn er da reintritt, du, dann schwillt ihm aber der Bürzel an. Oh, hier oben. Komm schon, bitte Munition. Irgendwas Brauchbares. Alter, eine Leiche. Jack Martin. Jack Martin. Da sind die Arme weggeknuspert. Oh, der Kopf auch. Hier oben ist ein Erste-Hilfe-Ding. Hast du ein Erste-Hilfe-Ding? Ich hab zwei. Na gut, dann nehme ich eins mit. Alter, den hat er aber echt komplett zerlegt, weggekaut. Ja. Den hat er richtig geschnurzelt. Der Schnurzelmann. Kuck, kuck. Vielleicht musst du nochmal hier einen Lockruf machen. Ich bin ja immer noch der Meinung, der traditionelle, unverzerrte, nicht audio-getunte ist immer noch der beste. Weißt du, das ist alte Schule, das hat schon seit Generationen funktioniert. Ja, aber er hat ja gelernt, das ist ja das Ding. Er lernt ja jedes Jahr, lernt er die neuen Jäger mit ihren neuen Lockrufen kennen. Ja, aber man sagt er halt, nö. Er ja, aber das ist halt so ein Lockruf, wo er nie sagen kann, war das jetzt ein Jäger oder war es doch ein Weibchen? Verstehst du, weil der so authentisch ist? Das kannst du ja nicht unterscheiden. Wenn du perfekten Vogel imitieren kannst, ja, dann kann der Vogel ja auch nicht sagen, war wahrscheinlich gar kein Vogel, ja, sondern nur doch, jemand, klar, der so getan hat, als ob. So, wir schauen mal auf die Karte. Also hier oben ist nur Zaun. Ne, hier ist nur Zaungebiet. Aber da wir waren noch nie da am Rand. Da wohnt der Sperlingsprinz. Der Sperlingsbär. Der Sperrbär. Der Prinzenbär. Der Bär und Prinz. Er hat drei Haare auf der Wurst, er ist ein Bär. Ich glaub, stell dir das mal runter vor, zu unserer Falle. Stell dir das mal vor, die Haare da würden bis zur Spitze wachsen. Ii. Das ist ja wie so eine Pfeifenbürste, Alter. Du hast Fantasien. Oh nein, ja, ich Fantasien. Hier schon wieder Wölfe. Kann es sein, je länger man auf der Karte ist, umso mehr nehmen die Wölfe zu? Dass man die nicht irgendwie ausrotten kann. Dass man sagt, ey, es sind 5 Wölfe auf der Karte, du hast sie alle getötet. Glückwunsch. Nee, die zeugen ja auch neue wahrscheinlich. Irgendwo hier sind riesige Spermienplatscher. Alter, ne? Hier ist also... Das ist auf jeden Fall die Masturbationsecke hier. Das ist so gelaufen wie in diesem Film hier. Ach, wie heißt dieser Film mit den Muppets, mit der dicken Tussi? Ah, ja, ich weiß, was du meinst, ja. Wo er ja, eben dachte Büro ich, das wird eine Höhle. Dachte ich auch. Ich dachte auch, oh, Höhle. Nee, nix, haben sie zugemacht. Ist hier nur so eine Vertiefung. Eine kleine Wichsgrotte. Nee, die haben wir auch noch nicht gefunden, seine Spritzgrotte, ne? Sein liebes Kanastertempel. Ja. Kanastertempel. Hier spiele ich Kanaster. Kommt ihr Mittwoch auch zum Bingo-Abend? Unten an der Railstation. Weiß nicht, sieht aus der Ferne so aus, ist Zaun. Aber ist nur ein Zaun und dahinter ein dicker Stein. Der Wandersimulator. 14 Stunden spannendes Wandern. Nicht draußen in der Natur, wo ihr vielleicht noch frische Luft und ein nettes Workout bekommt. Nein, am Monitor. Spannendern und Wandern.
Spandern. Das ist so eine Mischung aus Wandern und fremde Leute bespannen halt. Guck mal hier. Ah, Tag 3. Aber da, der Zaun ist beschädigt. Kommt bei dir auch Musik? Ja, dazu? Ja. Alter, jetzt wird's aber ganz duster. Jetzt wird's duster. Was ist hier passiert? Vielleicht ist er hier überhaupt erst reingekommen. Ja, klar. Holzfällerfoot. Holzfoot. Das Klocks hat er an. Aber es muss doch irgendwo eine Höhle geben. Guck mal hier. Das haben wir aber noch nie gefunden. Nee, das Holzfällerlager hier, das kenne ich noch nicht. Unten am alten Holzfällerlager. Sägewerk. Raketen waren hier drin. Alter, hier ist nichts, ein Riesensägewerk. Könnt ihr mal ein bisschen Loot verstauen, aber nö. Nee, hier ist auch nichts. Wie kann das sein? Eine scheiß Axt, ein scheiß Radio, alles scheiße hier im Sägewerk. Wir finden irgendwie das geheime, mysteriöse Sägewerk. Aber nicht das geheime, mysteriöse Loch, in dem Bigfoot wohnt. Vielleicht ist auch alles, was er will, einfach nur Schuhe. Ja, aber in seiner Größe gibt's eben nichts. Und deswegen ist er wütend und verzweifelt. Weißt du, guck mal, kleine Kinder. Für uns ist er das merkwürdige Wesen. Ne, so, aber für ihn sind wir das merkwürdige Wesen. Das Schuhvolk. Wenn er uns sieht, wird er sagen, was sind das, was haben die für komische... Also da muss ich, das erzähle ich aber nachher mal der Irmgard zu Hause. Du, nicht ey, da hab ich Nacktfüßler Leute gesehen. Nennt er uns. Ja. Die hatten irgendwie Pelze von anderen Tieren an und waren aber eigentlich nackt und total widerlich, sag ich dir. Hab ich noch nie gesehen. Weißt du, vielleicht ist es für die genauso. Die sehen zum ersten Mal Menschen, weißt du. Also wenn er das nächste Mal kommt, muss ich ihn wirklich mit den Händen bearbeiten. Also ich lade jetzt erstmal einen Tracker wieder rein, würde ich sagen, vorsichtshalber. Ich muss ihn wirklich kneten mit den Händen. Ein bisschen kneten, dann auch ein bisschen beten. Ich habe heute gelernt, dass Ninjas eigentlich gar nicht so die Kämpfer sind, sondern Ninjas eigentlich von ihrer Grundausbildung her sagen, ich gehe jeder Konfrontation eher aus dem Weg. Na, wäre ja auch ne, klug. Ne, daher kommt ja halt dieser Mythos, dass man sie nie sieht. Weil sie gar nicht, weil sie gar nicht da sind. Es gibt gar keinen. Also es gibt schon welche, aber du siehst sie halt nie. Immer wenn du halt so im Augenwinkel denkst, du hättest irgendwie einen Schatten gesehen oder so, war es ein Ninja. Ja, klar. Der dich halt gerade beim Masturbieren beobachtet. Aber er denkt, nein, der Konfrontation gehe ich aus dem Weg. Würde ich auch. Mein Lehrbuch sagt, mit dem Säbel lege ich mich nicht an. Ja, ist ja auch klar. Ich meine, Spritze auf dem schwarzen Anzug geht ja auch nicht. Siehst du sofort. Ninja-Dasein ruiniert. Und du darfst nur eine Kutte tragen und sie nie waschen. Es gibt keine Bigfoot-Höhle? Nur das alte Sägewerk. Ja, aber irgendwo muss Bigfoot doch hausen. Jeder hat ein Haus. Slickfoot. Slickfoot im Schlamm wohnt er? Hier unten ist irgendwas. Eine Lampe. Und hier gibt es ein Knüll Heilung. Dann würde ich jetzt meine Heilung einsetzen, weil du hast ja noch. Ja. Dann mache ich jetzt eine Heilung. So, jetzt halt aber auch immer frisch. Gut zum Wiederbeleben ist es halt auch immer gut, ne? Das stimmt, aber man darf erst gar nicht auf die Knie gehen vom bärtigen Onkel. Er geht aber auch echt nicht an die Falle, ne? Nee. Vielleicht ist die Kamera zu close. Na, glaube ich nicht. Die andere war näher dran, wo er reingetreten ist, schon vor der Aufnahme kurz. Aber da ist er auch sofort reingetreten. Jetzt hat er halt gelernt und denkt sich so, steck dein Würstchen nicht ins kalte Metall. Okay, hier drüben ist wieder Bigfoot Volkskunst. Eigentlich ist ja dieses Nachtsichtgerät ziemlich überflüssig, ne? Eigentlich schon, ja. Für was braucht man sowas? Ja, weil wenn er in der Nähe ist, kommt er sowieso. Und scheißt dir ins Gesicht. Und scheißt dir aufs Maul. Wo sind nur die Camps? Diese modernen Zivilisation-Camp-Dinger, weil da findet man eigentlich immer gute Sachen. Ja, die mit den Zelten, ne? Aber irgendwie... Tja, wir müssen auf jeden Fall mit dem Messer arbeiten. Da führt kein Weg dran vorbei. Weil ich habe 20 Schuss. Gaklagu, Gaklagu. Oh, guck mal hier drüben, Hochsitz. Oh, Hochspritz. Der alte Jagdturm. Oh, hier ist für jeden einmal Munition. Oh. Endlich mal kein unnötiger Turm.
Wenn jetzt hier unten noch eine Bärenfalle gewesen wäre, dann wäre es geil. Dann wäre es geil. Dann hätte ich gesagt, Glückwunsch, Sie haben den Deluxe Premium Turm gefunden. Der Villa Abajo. Alabajo. Guck mal, hier könnte doch eine Höhle sein, oder? Das ist doch eigentlich so eine Ecke, wo man eine Höhle versteckt. Ja, ne? Aber ich sehe überall nur Sperma. Egal, wo ich hingucke, Wichse. Spritzexplosionen überall an der Wand. Vielleicht unter uns ist eine Höhle. Ich meine, wir sind ja auf einem riesigen... Ja, es muss irgendwo eine Behausung geben. Aber wie kommt man da runter, ist die Frage. Shit, ich glaube, ich komme nicht mal mehr hier hoch. Ich stecke hier gerade fest. Jo, obwohl... Oh, Glück gehabt. Sonst wäre das nämlich ganz bitter. Wie kommen wir denn da runter? Ja, irgendwo an der Seite. Trau mich aber nicht. Hier geht's runter. Oh, die Sonne kommt. Oh, endlich. Ist er da irgendwo? Ich habe ihn gehört. Ich hör ihn. Er ist richtig wütend. Ich hör ihn auch irgendwo. Es gibt hier keine Höhle. Guck dir mal diesen riesigen Felsplatz an. Ist da oben eine Höhle? Nee. Und irgendwas gibt's gefunden? Ja gar nicht. Nö. Nix gesehen. Bigfoot! Bigli Bigfoot! Bigli Bigfoot! Ich habe ihn auf jeden Fall gerade brummen gehört. Ja, irgendwo. Ich höre ihn. Da hinten lungert er rum. Hast du Tracker? Oder? Ja. Er hat eine drin. Jetzt schlägt er auf mich ein. Alter! Alter, was ist denn sein Problem? Hast du gesehen, wie viel Hass er da reingesteckt hat? Ja, ja. Richtiger Hassmensch. Sonst rennt er wieder über den Sumpf, oder wie? Ja, irgendwie hier durch den Buschi. Ey, wir machen ihm ja gar keinen Schaden. Wo ist er denn? Naja, da, die Richtung. Alter, wir machen dem ja überhaupt gar keinen Schaden. Sehr wenig, auf jeden Fall, ja. Der Typ ist ja unbesiegbar. Oh, hier so bei Tag ist der Sumpf eigentlich voll sexy, ja? Ey, der hat mich hochgehoben, hat mich auf den Boden geschleudert, als wäre ich irgendwie so eine Muppet-Puppe. Und dann hat er noch einen Hulk-Smash hinterher geworfen. Weißt du, er konnte es einfach auch nicht gut sein lassen. Er dachte so, nö. Nö, ich dachte, mach ich noch mehr. Deswegen hatte ich ja dann meinen Signalwerfer benutzt. Was jetzt? Ich hör ihn doch. Von wo? Er geht zu dir, er will dich! Oh! Alter, au! Alter, was macht er denn mit dir? Der Smash, der schlägt nochmal drauf. Sau! Alter. Er rennt in den Wald. Das ist sein Hobby. Der Waldschrat. Wie er sich aber auch tarnt. Ich meine, der Typ ist 4 Meter hoch und, und praktisch unsichtbar. Aber jetzt ist er ja gerade extrem aggressiv. Jetzt im Moment greift er häufig an, ne? Ich glaube, das macht er, weil wir zu viel hergezogen haben über Villa Arriba. Villa Bajo. Oder Villa Bajo. Villa El Jajo. Villa El Jajo. Am de Bajo. Da ist er doch schon wieder. Der ist er. Aber er hat mich nur... Ja, er hat mir den Mittelfinger gezeigt. Haben wir nochmal einen Tracker rein? Trifft ihn, glaube ich, gar nicht richtig. Oder er verliert kein Leben. Doch, wir sind bei ihm. Nee. Nee. Guck mal, er tarnt sich, siehst du das? Und schwupps, wird er eins mit dem Sand. Oh, ich habe ihn aber noch mal getroffen. Er wird eins mit dem Sand, Kreis. Ja, er ist so halb durchsichtig irgendwie, ne? Ja, Chameleon-Foot. Camel-Foot? Jetzt fährt er nach rechts. Camel-Foot. Aber ist Foot nicht da in deinem Bezirk irgendwie... Fotze. Ja? Ja. Ja, die Alt-Foot. Ja, die alte Foot. Jo, die Alt-Kleber-Foot dahin, ey. Guck mal da hinten, wie er getarnt ist. Robin Foot. Robin Foot. Das war eine sehr bekannte Nutte hier in der Gegend.
Die hat Roberta das Geld von den Reichen genommen. Und gab es den armen, verwaisten Prostituierten. Die gute alte Roberta Foot, klar kannte ich die. Robina Foot? Ich habe wieder so eine ganz merkwürdige Melodie. Ja, ja, da kommt immer so ein... irgendwie so ein... leichtes Fappen. Leichtes Flappen. Er ist ein bisschen aggressiver geworden, ne? Er ist wirklich ein bisschen aggressiver geworden. Er ist aggressiver geworden. Aber jetzt habe ich auch nur noch 23 Schuss. Ich habe noch 17. Aber das ist noch einiges, also... an Schaden, oder? Ja, wir müssen mal mit dem Messer ran. Ja, am Ende bleibt uns ja nichts anderes mehr übrig. Bare Knuckle. Vielleicht da genau in dem Bezirk, wo er hinrennt, wollte ich eigentlich mal eine Falle auslegen. Na guck mal, hier oben Kamera 1. Da habe ich ihn ja schon mal gelockt. Vielleicht da nochmal eine Falle platzieren. Ja, aber zweimal im selben Bezirk. Bigfoot ist intelligent, ne? Aber jetzt ist er irgendwie da unten am alten Wachturm. Aber die Folge ist auch vorbei, ne? Oh, ja, okay. Dann müssen wir jetzt mal hier eine kleine Footpause machen. Werden wir ihn jemals besiegen, den alten Littlefoot? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Wir werden ihn eines Tages, werden wir ihn erlegen. Und dann kann ich endlich wieder sein Geschlechtsteil rasieren, so wie es sich gehört. Aber warum? Ich meine, ich habe realistische Ziele. Und Forschung. Weißt du, ich sag, ich habe den gefangen, um ihn zu verkaufen, um damit berühmt zu werden. Es geht hier rein um Wissenschaft und Forschung. Und du, um Genitalien mal wieder anzufassen. Sind die denn so groß und mächtig? Sie sind wichtig. Es ist wichtig herauszufinden, was genau dort abgeht, um halt sein Denken auch, ne? Weil am Hoden eines Bären erkennst du sein Begehren. Das ist so ein altes Sprichwort. Ja. Ja. Jetzt mach nochmal den Priester-Lockruf für uns. Was für ein Priester? Ach so, den Lockruf aus der Priester-Lockruf-Pfeife. Ich liebe Jesus! Ich liebe Jesus! Jetzt kommt, da Bibelunterricht! Bibelunterricht! Hier ist so ein Camp im Wald, wo sie Marshmallows gegrillt haben. Hol den Spermax raus, wir müssen aufhören. Gut, lass eine Bewertung da für Bigfoot, damit wir ihn töten. Tschüss. Wiedersehen.